Herzlich willkommen zu meinem kleinen Testbericht und einer Bedienungsanleitung für die Canon IXOS 430, eine digitale Kompaktkamera aus der IXOS-Serie mit 4,0 Megapixeln. Die Kamera spricht eigentlich aus meiner Sicht für sich. Das wird man vielleicht auch im Rahmen dieses Berichtes merken, die IXOS aus diesen Baujahren, da gibt es verschiedene Modelle mit unterschiedlichen Megapixelzahlen und auch unterschiedlichen Ausstattungen, aber das Grundmodell an sich halte ich für eines der gelungensten Industriedesignobjekte der letzten Jahrzehnte. Die Kamera ist regelrecht kubistisch in ihrer Form, hat sich ja auch über Jahre letztendlich die Form ähnlich gehalten. Sie ist mittlerweile, die aktuellen Modelle sind flacher geworden, weil einfach die Technik es ermöglicht, flacher zu werden. Aber die Bauform der Riegel ist letztendlich häufig kopiert worden und aus meiner Sicht aber bisher unerreicht. Wir schauen uns die Kamera auch einmal von hinten an. Vorne haben wir gesehen, sind diverse Elemente verchromt. Sehr schön blitzend. Wir haben hier hinten, wie bei Canon üblich, allerdings hier stark reduziert, einen Wahlschalter mit 4 Funktionen. Also die erste Funktion ist Foto, Foto manuell, Video und Video manuell. Wir haben also insgesamt 4 Möglichkeiten. Hier haben wir wiederum 4 unter dem Display angeordnete Tasten, die alle teilweise auch mehrfach belegt sind, eine Art Wahlschalter, 4-teiligen und bei diesem Modell, bei der 430, noch eine spezielle Taste, die gedacht war für die Möglichkeit, direkt mit dem Drucker zu kommunizieren und über einen kompatiblen Canon-Drucker direkt Fotos auszudrucken. Wir haben ohne Beteiligung eines Computers wohlgemerkt. Wir haben hier oben den zentralen Wahlhebel zwischen Wiedergabe und Aufnahme, also Abspielen. Wir haben hier oben den eigentlich mittigen Auslöser, hier den An-Aus-Knopf, der wiederum durch so eine Bördelung geschützt ist gegen unabsichtliches Betätigen. Wir haben hier die Möglichkeit zu zoomen. Wir machen jetzt einfach mal das gute Stück an. Und sehen hier das relativ kleine Display, haben dann hier die Möglichkeit zu zoomen. Der Zoom ist im Vergleich zu anderen Kameras zwar auch durchaus hörbar, aber doch vergleichsweise gemächlich. Wir haben hier oben eine grüne Status-LED. Im Display haben wir die üblichen Angaben. Das sind alles natürlich winzige Piktogramme. Wir sind jetzt hier im manuellen Modus. Deswegen sind die Piktogramme deutlich mehr. Insbesondere hier im Automatikmodus sieht man, wir haben hier unten die Auflösung. Wir haben hier oben die Auslöserart, den Blitz. Und hier unten die kleine 4 zeigt an, dass wir noch 4 Fotos auf der Speicherkarte frei haben. Speicherkarte ist übrigens ein Thema. Wenn wir hier aufklappen, geht die Kamera sofort aus. Speicherkarte ist natürlich eine Compact Flash. Mitgeliefert wurde standardmäßig eine 16 Megabyte Compact Flash Karte nach heutigen Gesichtspunkten und auch streng genommen schon damals eigentlich nur zum Ausprobieren gedacht gewesen. Man kann glaube ich bis zu 9 Fotos in der höchsten Auflösung machen auf diesen 16 Megabyte. Da muss man also sicherlich, wenn man sich für diese Kamera interessiert, eine größere Speicherkarte investieren. Die Auslösezeiten und die Verarbeitung, generell alles, was mit Haptik und Technik zu tun hat, kann man sich bei Canon im Regelfall darauf verlassen, ist gut. Ist auch hier so. Die Funktionen sind relativ intuitiv. Es gibt hier die Möglichkeit, das Display an- und abzuschalten. Und wie bei Canon üblich, gibt es einen optischen Sucher, der auch mitzoomt. Das heißt, auch im optischen Sucher verändert sich das Bild, das wir auch auf dem Display sehen.
Generell hatte Canon ein bisschen bei diesem Produkt Qualitätsprobleme. Nicht im Sinne von, dass die gefertigten Kameras schlecht waren, sondern das Problem hat sich erst im Nachhinein gezeigt, dass unglaublich viele Kameras dieser Baureihen an Bildsensorenschäden leiden. Das heißt also, irgendwann gibt letztendlich jede IXUS 400, 430 irgendwann ihren Geist auf. Das fängt damit an, dass sich rosa Schlieren auf dem Display zeigen und irgendwann sieht es dann letztendlich so aus auf dem Display, als wenn man sozusagen einen Deckel vor das Objektiv gesetzt hätte. Es bleibt dann schwarz. Die eigentlichen Menüanzeigen im Display funktionieren noch, sodass das Display also selber nicht defekt ist. Dann ist es im Regelfall der Bildsensor. Das ist so ein bisschen schade. Ansonsten ist das eigentlich aus meiner Sicht eine Kamera, will nicht sagen für die Ewigkeit, aber wirklich für noch viele Jahre. Mit den 4 Megapixeln kann man leben. Es gibt natürlich auch schöne Modelle mit mehr Megapixeln, auch aus der IXUS-Serie. Aber als Kamera, als Designstück, was man in der Hosentasche mit sich trägt, hat die immer noch ihre Berechtigung. Ich finde die immer noch wunderschön. Und deswegen, wer sich für Kameras interessiert oder vielleicht sogar alte Digitalkameras aus der Beginnzeit, also aus der digitalen Geburtszeit sammelt, der kommt eigentlich um so ein Modell nicht drumherum. Und wie gesagt, es hat ein gewisses Eigengewicht, das Gerät, und trotzdem, es liegt was in der Hand. Es ist eine rundum schöne Kamera. Ich mag sie sehr gern. Ich hoffe, mein Testbericht hat Ihnen gefallen, meine Bedienungsanleitung. Und würde mich auch freuen, wenn Sie sich meine anderen Berichte anschauen würden und vielleicht sogar meinen Kanal abonnieren. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss!